Natürlich sind wir stolz auf alle 106 Abiturienten, dass sie den Abschluss gemeistert haben. Aber besonders stolz sind wir natürlich auf die herausragenden Leistungen, deren gibt es noch mehr zu würdigen. 20 Schüler können sich über einen Durchschnitt mit einer 1 vor dem Komma freuen. Herr Spinner wird mit Frau Morgenthaler, die im Sekretariat einen großen Teil der komplizierten Abwicklung jedes Jahr meistert, die Vergabe der 20 Leistungspreise an 15 Abiturienten vornehmen. Mit den bereits 5 geehrten Abiturienten sind es 26 verliehene Preise an 17 Abiturienten. Diejenigen, die bereits auf der Bühne waren und geehrt wurden, bitte ich trotzdem, jetzt als Erste hier hochzukommen, denn es sammeln sich dann die Preisträger hier auf der Bühne und diejenigen, die schon hier oben waren, sollen natürlich auch dann in den Kreis aufgenommen werden. Herr Spinner, bitte. Wir bräuchten jetzt einen offenen Vorhang. Okay. Wir machen so, dass am Schluss alle schon erwähnten Preisträger dann nochmal hochkommen und beginnen jetzt mit dem Scheffelpreis, den bekommt Alexander Wenz. Den Schulpreis für das Fach Deutsch bekommt Daniel Funk. Und Timo Schäfer. Den Schulpreis für das Fach Englisch bekommt David May. Den Literaturpreis im Fach Französisch bekommt Lara Luttenstein. Den Schulpreis im Fach Französisch bekommt Julia Vogel. Den Schulpreis im Fach Spanisch bekommt Laura Meyer. Den Preis für Geschichte, nämlich die Franz-Schnabel-Medaille, bekommt
Maura Klinke. Kommt in diesem Jahr Maximilian Machon. Den Gemeinschaftsgrund des Schulpreis erhält in diesem Jahr Timo Schäfer. Den Preis der vom Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg gestellt wurde für das Fach Wirtschaft, bekommt Patrick Mielzowski. Den Schulpreis für das Fach Mathematik bekommt Daniel Funk. Den Schulpreis, der gestiftet wurde von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, im Fach Physik also, bekommt Sebastian Denger. Es gibt auch einen Schulpreis im Fach Physik und den bekommt Daniel Funk. Den Preis, der gestiftet wurde von der Gesellschaft Deutscher Chemiker, und das gibt es, bekommt Maximilian Schnell. Den Schulpreis im Fach Biologie bekommt Daniel Funk. Den Schulpreis für das im Fach Bildende Kunst bekommt Frauke Berg. Den Schulpreis im Fach Sport bekommt Verena Zimni. Thank you.
den Schulpreis für herausragende Leistungen bekommt Alexander Wenz. Und, vielleicht kann jemand zum Tragen kommen helfen, Daniel Kopp. Wenn die Eltern vorkommen möchten, Fotos zu machen, gerne auch während der Zeugnisausgabe, die jetzt folgt, jederzeit. Sie können sich immer ohne Rücksicht auf die hinter Ihnen Sitzenden gerne die optimale Foto- oder Fotografenposition erkennen. Ja, genau, die Preisträger, das hätten wir jetzt fast vergessen am Anfang, habe ich ja gesagt.